Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Imposant. Ja, ihr kennt sicherlich den Clan, denn er war vor kurzem bei einem anderen YouTuber in der Vorstellung, aber ich hatte vom Lieben, wer ist eigentlich der Liebe hier? Der Liebe hier ist der Aquarius, noch eine alte Einladung bei mir im Postkasten, und da ich die Community verlassen wollte, habe ich der Einladung vom Aquarius hier gefolgt, und der Clan hier ist schon ein cooler Clan, muss ich sagen. Willkommen am Strand, stressfreie Zone hier. Einer für alle und alle auf die anderen, das finde ich sehr gut, den Spruch. Beitritt ab RH8 Maxed, CW begeistert und Pokigeil, viel Spaß und Erfolg. Haben wir hier, kann man nicht anders sagen, und wir sind hier aktuell im Clankrieg. Wir haben schon so ein bisschen was gesehen, also aber wirklich minimal gesehen im Stream vom Samstag. Und ihr seht das, es steht 26-22 und ich bin der Einzige, der hier seine Angriffe noch nicht gemacht hat. Also einen Angriff habe ich gemacht, da fehlte mir ein bisschen Cleanup, muss ich sagen. Ich hoffe, der zweite wird jetzt etwas besser, das werden wir jetzt sehen. Aber ich habe hier meinen kleinen Vorteil von einem Zauber und von einem Zauber und 10 Truppen mehr noch nicht ausspielen können hier beim RH9er. Also das ist mir ja schon mal gelungen, aber bei diesem hier ist mir das auch gelungen, also bei der 8, den gucken wir uns sicherlich noch an, warum ich dort nur 90% geholt habe. Also es war schon sehr, sehr knapp, aber wir haben den Clankrieg hier trotzdem gegen die Truppe Ü18 hier, groß an die Ü18er, denke ich mal, ganz gut gewonnen. Und ich will mir mal den 9er vornehmen hier, also wir legen gleich los mit Live-Action hier am Tablet. Und ich habe mir allerdings überlegt, ich komme den Helden gegenüber, beziehungsweise nicht gegenüber, sondern ich komme den Helden entgegen. Das ist mir an der Stelle am liebsten. Und werde dann mit ein paar Hockreitern, denke ich mal, hier hinten irgendwo auf dieser Ecke, hier am Lager, an der Kanone und an dem Bohrer reinkommen. Muss ich mal sehen, wie mir das gelingt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal rein. Habe hier meine Armee am Start, also eigentlich einen normalen Go-Hock hier. Und gehe jetzt mal rein. Das ist eigentlich das, was ich ja im Stream schon machen wollte. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich natürlich noch nicht auf diese BSC zugeteilt war. Aber wir ziehen hier jetzt mal 2 Golems rein. Und das, was ich ja nicht hatte, war Folgendes. Ich hatte noch kein... ich hatte nicht mehr genug Clean-Up hier, muss ich sagen. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich da die Mauerbrecher reinkriege. Da sind sie drin. Und dann die Bola hier hinterher. Und wir nehmen mal hier jetzt den Sprung rein. So. Jetzt müssen hier meine Truppen mal so ein bisschen netter gehen. Ich werde jetzt auch gleich, denke ich mal, mein King jetzt schon ragen hier. Und ich gehe jetzt aber mal von hier mit einem Hockrider rein und ziehe jetzt mal die Meute hier nach. Noch nicht ganz alle. So. Und hier setzen wir die schon mal den ersten Heil rein. Ah, die gehen so ein bisschen doof hier, muss ich sagen. Also nehmen wir doch noch so ein paar nach dahin. Ah, ich hab's ja mal wieder gewusst, dass dort wieder so viele Skelette sind. Ah, jetzt haben die sich hier geteilt. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und mal sehen, ob ich jetzt wenigstens genug Clean-Up dann mit habe, wenn ich diese Base denn irgendwie schaffen sollte. Ich muss die Base irgendwo schaffen. Meine Hocks müssen hier durchkommen. Denn ich habe nicht mehr als die Hocks hier. Da nochmal eine Doppelbombe, okay. Aber die gehen da nochmal in Heilung durch. Und dann würde ich sagen, heilen wir die hier trotzdem nochmal durch. Jetzt am Flächenschaden. Mal sehen, da ist dann auch noch der Bombenturm. Und die halten immer kurz an hier, die Hockrider, wenn sie ein Ziel geschafft haben. Und das muss, ach komm, jetzt nicht schon wieder so schlechtes Cleanup hier. Aber der Bombenturm, der wird mir natürlich jetzt nochmal ein bisschen wehtun hier. Oh, die Bombe geht hoch, aber meine Hocks haben das überlebt. Und ich glaube auch, aufgrund der Zeit wird das endlich ein Dreier hier. Mann. Eieieiei, okay. Also konnte ich meinen kleinen Vorteil jetzt doch mal ausspielen hier. Links habe ich, beziehungsweise rechts habe ich die Hocks. Links habe ich Queen und ein paar Bodentruppen noch fürs Clean-Up hier. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall der 27. Stern hier in dem Clankrieg. Und damit führen wir 27-22. Der Gegner müsste jetzt 5 Sterne bei uns holen. Das wird er nicht schaffen, weil bei uns oben nur noch die obersten beiden überhaupt 2-4 Sterne hätten für den Rest. Also die müssten oben schon unsere ersten beiden Dreiern. Und ich glaube, das wird dem Clan nicht gelingen. Also haben wir hier doch noch ein bisschen was dazu beitragen können. Das war mein zweites Ziel hier. Also mir wurden die Ziele hier zugeteilt. Vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, ich schwenke kurz auf den PC und dann zeige ich euch einfach den Rest dieses netten Clankrieges.
Und damit sind wir zurück hier aktuell in dem Klangkrieg. Ich meine nicht aktuell in dem Klangkrieg, sondern der Klangkrieg, der ja eigentlich schon gewesen ist. Und wir sehen hier den Hydrus vom Clan Imposant auf die Nummer 10. Also wir haben hier ein 10 gegen 10 gespielt. Ich weiß, das ist nicht gerade der CK, den ich so liebe, weil hier kann man sich relativ wenig Fails erlauben. Und der Hydrus hat hier auch noch nicht so die Big Big Helden, aber er hat immerhin 2er Hunde, 6er Loons und auch den, beziehungsweise er hat 2 Hunde, nicht 2er Hunde, aber schon 6er Loons und auch mit den Golems kommt er hier rein. Also auch das finde ich eigentlich immer gut. Ich glaube, der Hydrus ist auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Aquarius ist ja auch nicht ganz alleine mit seinem Aquarius. Und finde ich aber gut, dass er die Truppe hier nutzt. Die kann man gar nicht früh genug anfangen zu nutzen, auch wenn die Golems hier gar nicht mal so lange überleben. Aber das ist ja, glaube ich, auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern er wollte natürlich irgendein bisschen Luft erwischen, irgendwie schon mal so ein paar Verteidigungseinheiten erwischen. Und kommt jetzt hier mit seinem Killsquad durch die Base, beziehungsweise jetzt schon mit den Loons und den Hunden. Ja, und auch hier, glaube ich, habe ich im Stream gezeigt, hatte eigentlich so ein bisschen das Problem, dass ihm am Ende kein Hund oder ich glaube nur ein Hund auf Platz, ich weiß es gar nicht genau, aber schön den Heil hier in die Mitte geworfen, dass alle Loons hier nochmal richtig schön durchgeheilt werden und dann ist das hier schon so ein kleiner Overkill gewesen, glaube ich, auf die Base hier. Aber ist auch eine 8-5er Base, also ohne X-Bogen, aber ich denke mal auch, selbst mit X-Bogen, mit so einem netten Angriff hast du hier relativ wenig Chancen. Und er konnte hier selbst im Cleanup noch den ein oder anderen Loon, ich muss euch das mal ein bisschen größer machen, den ein oder anderen Loon hier versetzen und hat hier hinten jetzt nur noch die Bauhütte zu machen. Da ist noch die Luftbombe, die fliegt den beiden Hunden noch hinterher, aber keine Gefahr mehr für die beiden Hunde hier. Also schöner Angriff hier vom Hydro. Wir haben hier den Wortschall. Der Wortschall ist ein RH11. Also hier konnten wir uns im zweiten Nachgang schon so ein bisschen was erlauben. Gar keine Frage. Aber auch nicht so super hoch hier mit den Helden. Und da ich dem Wortschall hier schon etliche Erdbebenzauber gespendet habe, weiß ich jetzt wenigstens, warum ich ihm die gespendet habe. Also er macht sich hier sehr, sehr gerne so ein Loch in die Base mit den Erdbebenzauber. Ich meine, hier ist jetzt tatsächlich voll die Mitte auf. Und das ist ja die Base, die ich letztendlich nur mit 2 Sternen belegt habe, weil die Def war bei mir auch down. Das heißt also, ich habe alles hinbekommen, nur ich hatte kein Klima. Mir fehlten also 10%, das waren dann nur noch ein paar Gebäude. Und ich hatte dann halt noch Cleanup da, aber die Zeit fehlte mir. Also ich hätte noch 1-2 Magier vielleicht mehr haben müssen. Die habe ich ja jetzt im zweiten Angriff dafür etwas mehr gehabt und war so immerhin auf die 9. Base dann erfolgreich. Und ich denke mal, mit einem RH11 hier mit 240 Truppen und auch dem Warden hier ist das natürlich gefundenes Fressen hier. Ah, schön mit dem Packer hier durchgegangen. Sehr, sehr schick hier. Ich mache das mal ein bisschen größer, weil die sehe ich unheimlich gerne hier im Kampf. Muss ich mal so sagen. Und die hat er auch auf 5. Also auch das ist nicht schlecht. Aber ich denke mal, so eine Base hier hat dann absolut keine Chance gegen so eine Übermacht der Truppen hier. Und der Klankrieg war hier relativ lange Zeit ausgeglichen. Also das war hier jetzt keine Sache, die super, super gut war. Am Ende hat es dann natürlich nochmal ein bisschen zugeschlagen hier, sodass wir uns ein bisschen absetzen konnten von den Ü18 Leuten und den Sieg hier nach Hause fahren konnten. Aber war ganz schöner CK und ich muss sagen, so ein bisschen fehlt mir noch... ja, ich will nicht sagen der Mumm, aber ich muss jetzt leider schon ein bisschen höher ran hier. Denn auch im nächsten Clankrieg habe ich 10er gegenüber. Also mein Gegenüber sind jetzt immer RH10er und ich bin RH10er. Also muss ich damit irgendwie klarkommen. Und auch hier der Mr. White vom Clan Imposant gegen den 6er hier, auch ein 9,5er hier. Ja, das ist... Also hier passt das Verhältnis 9,5er, 10er, 11er sehr, sehr gut, muss ich sagen. Denn auch beim Clan Imposant gibt es etliche 8,5er, 9,5er, 10,5er. Und ich glaube, der Aquarius ist selber noch ein 10,5er. Aber ich habe, glaube ich, jetzt zwischen den Zeilen gelesen, dass er jetzt doch
den Rest seiner Defense baut. Also ich glaube, vielleicht hat er auch irgendwann mal die Schnauze voll und sagt sich dann, Mensch, wenn ich jetzt weiter in Legende pushe mit meinem 10,5er hier, letztendlich kannst du unter Umständen natürlich ein bisschen besser deffen, wenn du ein richtiger Elber wirst. Und ich glaube, ich habe das so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, dass es so sein wird. Und auch hier gegen die stark gestaffelte Base hier, also gerade hier mit dem Mauernkreuz hier, da müssen natürlich immer alle Truppen durch, aber schön gelöst hier mit zwei Sprungzaubern. Und er hat jetzt immer noch ein bisschen außen am Laufen. Hat jetzt noch die Queen. Wird die Queen gerade gehalten? Ne, der Bowler wird hochgehalten. Naja, okay. Aber er hat hier den Dicken noch am Rathaus jetzt und es tankt allerdings auch hier unten jetzt gerade ein Bowler. Da hat er ein bisschen Glück. 35er Queen, 36er Queen und 35er King ist natürlich auch schon eine mächtige Truppe, die hier richtig was reißen können. Jetzt wird allerdings schon wieder die Queen geheilt. Ich weiß gar nicht warum. Aber wahrscheinlich war der Bowler hier voll durchgeheilt. Und jetzt haben wir hier unten natürlich noch eine kleine Tesla-Farm zu überstehen. Aber ich denke mal, das macht er auch ganz gut. Warden ist schon gezündet auf 5. Damit hat er ja wenigstens einmal seine Fähigkeit, beziehungsweise er bekommt sie ja erst auf 5. Ich komme mittlerweile ganz gut klar mit dem Thorsten-Account, mit der Warden-Fähigkeit. Werde auch jetzt so ein bisschen sicherer, was den Warden angeht. Und weiß auch in etwa, so wie er tickt. Ich habe jetzt ja auch etliche CK-Angriffe schon damit gemacht. Und komme, glaube ich, jetzt ganz gut klar mit dem. Oh, hier musste man sich auch noch mal so durch so richtig viele Mauern fressen. Da hat er Glück, dass er hier so viele von seinen kleinen Barbaren hat und überhaupt keinen Flächenschaden mehr jetzt in der Base hat. Sondern die kriegen ja echt nur noch Einzelschaden hier. Heiler sind jetzt alle weg, aber immer noch die Queen im Backend. Und hier sieht man, wenn die hinterherläuft und alles andere vorher tankt, dann ist das hier eine super Sache. Denn dann ist die Queen mal wieder so ein bisschen die Schlüsselfigur hier. Jetzt müssen die gleich nochmal durch eine Mauer oder machen das hier hinten die beiden Bogenschützen. Na, mal gucken. Ja, ich glaube, die schaffen die kleine Sprungschüssel auch, Zauberschüssel auch noch, denn die hat nicht so viele Trefferpunkte. Und so waren das hier auch schöne 3 Sterne. Wir gehen noch ein kleines Stück weiter nach oben, denke ich mal. Mal sehen. It's Mario hier. Ich glaube, auch das ist ein Account von Aquarius, hätte ich mal fast so gesagt. Genau weiß ich nicht, aber ich glaube, so der eine oder andere kennt auch den It's Mario auf die Nummer 4 hier, auf den Lehm vom Clan Ü18. Jetzt muss ich mal gucken, wie er reingekommen ist. Ich habe ja auch noch nicht alles gesehen und habe ja am Sonntag erst angefangen, überhaupt aufzunehmen, nämlich mit meinem Angriff letztendlich. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber der Sonntag war ein schöner Sonntag. Schön Schnee, schöner zweiter Advent. Aber der Schnee hat mich auch ein bisschen abgenervt, denn wir waren, das habt ihr einen Tag vorher mitgekriegt im Stream, fast den ganzen Tag weg, seit ab mittags, da war es noch nicht so schlimm. Aber danach hat das natürlich auch hier Dauer geschneit und das war dann schon sehr, sehr anstrengend. Dann, wir waren in mehreren Städten und dann fährst du immer hin und her, musste die Karre immer wieder freigekratzt werden, beziehungsweise vom Schnee befreit werden. Und dann fahren ja auch nicht alle so schnell und viele fahren dann übervorsichtig. Kann ich auch verstehen. Gar keine Frage, bin ich voll d'accord mit. Aber es war dann schon sehr, sehr anstrengend, was das Fahren angeht. Und ich war auch abends froh, dass ich dann zu Hause war. Hatte auch noch locker eine Stunde Zeit, hier meinen Angriff schön vorzubereiten. Und habe allerdings mit Thorsten meine Angriffe leider verpasst, beziehungsweise meinen zweiten Day habe ich gerade so verpasst gehabt. Also hier, der Clankrieg hier lief etwas später aus. Und auch hier, der It's Mario kommt hier jetzt mit einer Masse mit Luft rein, ist natürlich top hier. Der Lava-Hund kriegt jetzt zwar, jetzt ist er schon aus der Ranges Inferno. Das ist natürlich super hier, der Single Inferno für die Loons, denn der macht den absolut, tut den gar nichts. Und super gemacht hier, dass der Lava-Hund vor allen Dingen voll aus der Range des Infernos wieder rausgeflogen ist. Genau wie hier, jetzt tankt er zwar, jetzt ploppt er gleich, jetzt ist er wieder raus. Also richtig krass, jedes Mal rausgeflogen, da hat er richtig Glück gehabt hier. Bisschen Pech gehabt hat er natürlich nicht, ein einziges. Doch hier unten hat er, okay, hier unten hat er ein paar Welpen, aber hier oben natürlich nicht. Aber richtig schön gemacht, hier unterstützt komplett mit Eilzaubern. 4 Stück waren das, so wie ich das gerade gesehen habe. Und auch das hier, richtig starker Angriff von einem RH11 auf einen RH10. Der It's Mario hier mit Maxed Out Truppen.
und Maxed Out Helden. Also super gemacht hier. Und die Sterne hier oben haben letztendlich entschieden. Denn auch meine Base, die ja nicht gerade die Hyperbase ist, ich weiß, ich habe immer noch keine zweite Base mit dem Avatar hier. Ich muss dringend eine zweite Kriegsbase haben. Das ist auch eine Farce. Mit mir und das Bogen bauen und das Burgen bauen, muss man gar nicht mal so anders sagen. Ich bin wirklich nicht so der Dorfbauer. Und Dorfbauer, das hört sich auch an. Also, ich bin nicht so der, der hier jeden Tag eine neue Base baut und sich daran erfreut, hier die Mauern immer wieder aufs Neue zu setzen. Aber wir gucken uns jetzt mal hier den Angriff vom Silberwolf auf die Nummer 2 an. Und hier rappelt es natürlich richtig gleich zu Anfang hier. Und dann denke ich immer so, oh, da lebt ja kaum noch was. Aber doch, hier lebt noch richtig was. Kann man nicht anders sagen. Und kommt hier richtig schön durch die Base hier rein mit Hexen und Bolern. Ich habe meine Hexen auch bald auf Level 3, beim Thorsten-Account zumindest. Und hier beim Avatar-Account habe ich die Bola morgen endlich auf 2. Also es geht auch hier ein ganz kleines Schritt, ganz kleines Stück voran. Und nicht so schnell wie beim Thorsten, aber auch da habe ich ja jetzt längere Wartezeiten. Ich muss sagen, im Moment bin ich ganz zufrieden. Und ich habe auch am Ende Updates für euch, was den Community-Clan morgen angeht, also morgen Abend. Bin ich ja in dem Community-Clan, in dem Clan Herausforderer. Warte da einfach auf euch. Ich werde vermutlich auch streamen. Das heißt, ich werde das Ganze live festhalten, sodass wir vielleicht den einen oder anderen von außen noch animieren können, in diesen Clan hier reinzukommen. Ich habe schon meine Vize beisammen. Also ich habe zwei Vize, ganz außenstehende Vize, also abseits von den True Warriors, mit hier in den Clankrieg dann mit reingenommen. Und gehe da mit dem kleinen Toto raus, aber das zeige ich euch gleich. Wir gucken uns noch den Angriff auf die Nummer 1 an. Ich denke mal, kommt meine 90%, die sei mal dahingestellt. Da gucke ich mir lieber nochmal so einen schönen Angriff hier vom Silberwolf 1-1 an. Denn der war auch mit der gleichen Armee richtig schick, also richtig die Masse hier gleich zu Anfang reingesteckt hier in die Base hier. Und zwei Sprung gesetzt. Ja, ich weiß nicht, ob man das einfach so machen kann. So nach dem Motto, na, hier werden schon genug Truppen springen. Denn der Funnel ist ja jetzt schon da. Und jetzt geht es natürlich in den ersten bzw. zweiten Ring schon. Aber tatsächlich hat er hier die Masse, die sich jetzt auch so ein bisschen angezogen fühlt von den Clanburg-Truppen. Und hat jetzt hier die Queen in der Mitte, die Bola in der Mitte, ein paar Hexen, ein paar Scalies. Also von jedem etwas hier. Letztendlich hat sie Queen gerissen. Rathaus ist down. Und jetzt geht es auch nochmal so ein bisschen an den Rest hier. Also schönes Ding hier vom Silberwolf. Freut mich auf jeden Fall, dass ich hier ein kleines bisschen größer werden kann mit meinem RH10er. Ich hoffe, dass ich hier noch bleiben kann, denn ihr habt das in der Clan-Beschreibung gelesen. Die haben gerne Chars hier mit hohen Pokis. Das habe ich natürlich im Moment nicht, weil mit dem Avatar muss ich im Moment viel farmen und das kann ich zurzeit noch nicht in relativ hohen Pokerennen. Also selbst Meister ist für mich eigentlich ein bisschen hoch, außer ich deffe rein. Muss ich mal sehen. Ich hoffe, die ertragen mich hier noch, aber ich glaube, ich habe mich hier ganz gut in dieses Gefüge hier eingebracht und bin, glaube ich, ganz gut dabei, was Aktivität, Spenden etc. angeht. Und also schönes Ding hier, schön gewonnen hier. Und last but not least wollte ich euch zumindest die Info schon mal geben, dass ich den Clan Herausforderer jetzt schon mal so ein bisschen aufgeräumt habe. Also ein kleines bisschen habe ich ihn aufgeräumt. Ihr seht das hier, ich habe auch die Beschreibung schon angepasst. Community Clan Toto Clash Öffnung 12.12. gegen 19 Uhr. Ab Rathaus 6 keine CK-Sperre. Gute Laune ist vor allen Dingen mitzubringen. Grüße Thorsten und ich glaube auch beim Toto hier ein bisschen aufgeräumt. Na klar, ist er wieder abgefahren. Aber ich habe hier schon mal einmal die Juwelenmine hier weggemacht, also die Juwelenkiste und war hier jetzt schon einmal im Dorf. Ich freue mich auf jeden Fall auf den morgigen Tag. Ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Ich hoffe, die Folge hier vom Clan, ich mache nochmal groß, imposant, hat euch gefallen. Wenn ihr also viele Pokale habt und richtig nice die Clan haben wollt, ihr seid hier gut aufgehoben, kann ich euch versichern. Ist wirklich ein töfti Haufen hier. Bis dahin, euer Toto. Lasst.